Neue Bürgermeisterin. Marietta Zschoppe, die Beigeordnete für Bauwesen der Stadt Cottbus, soll neue Bürgermeisterin für Cottbus werden. Oberbürgermeister Holger Kelch hat ihr den Stellvertreterposten angeboten. Die endgültige Entscheidung muss nun allerdings das Stadtparlament treffen. Darüber hinaus gibt es noch eine zweite Stellenausschreibung als Leiter des Geschäftsbereiches Finanz- und Verwaltungsmanagement. Das ist genau der Bereich, den Kelch vor seiner Wahl zum Stadtoberhaupt verwaltet hat. Gräfin Mariza. Am Donnerstag weht durch das Staatstheater wieder ein Hauch von Ungarn. Grund dafür ist die Operette Gräfin Mariza von Emmerich Kallmann. Im Oktober letzten Jahres feierte sie im Staatstheater Premiere. Und auch für Ivo Henschel war es das erste Stück, das er im Staatstheater als erster Kapellmeister dirigiert hat. Die Operette vereint die traditionelle Tanzform der ungarischen Bevölkerung mit den Tanzrhythmen der 20er Jahre. Los geht es dann um 19.30 Uhr im Großen Haus. Pückler-Ticket. Nun schon zum vierten Mal bringen Cottbusverkehr und die CMT Cottbus das Pückler-Ticket auf den Markt. Es bietet die Möglichkeit, den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Cottbus zu nutzen und ermäßigte Eintrittspreise für die touristischen Höhepunkte in der Stadt zu erhalten. Außerdem gibt es eine sogenannte Pückler-Linie, die am Hauptbahnhof startet und alle wichtigen Haltestellen anfährt. Der Preis des Tickets entspricht dem einer Tageskarte und ist nur am Tag des Kaufes gültig. Weitere Informationen zu den Verkaufsstellen und teilnehmenden Einrichtungen gibt es unter cottbusverkehr.de.